So, ich habe mir gedacht, ich spiele mal mit dem T28, also die 1938 Edition, mit der 76 mm KT28, eine Stummellaufkanone. Ich glaube, man nennt das so. Ja, ich glaube sogar schon. Ja. Eigentlich ein stinknormaler T28, nur mit einer Kackkanone, aber dafür ist er auch wirklich, ich glaube, immens weit unten vom BR. Oder immens, ich weiß nicht, vielleicht ein BR oder so. Bisschen halt. Bleiben wir bei bisschen. Hat aber, was der Vorteil eben natürlich von ihm ist, immens viel Crewmembers. Natürlich nicht die Panzerung wie eigentlich jeder Panzer auf dem BR. Aber was kann man sonst noch außer Panzerung haben? Leute, die man alle opfern kann, damit man trotzdem noch lebt, obwohl schon irgendwie so viele Leute in einem Panzer gestorben sind. Auf grausamster Weise. Cool, oder? Ja. Aber schauen wir mal. Zack. Haben wir schon mal einen erwischt. Erwischt. Wie es immer heißt. Bei der deutschen Übersetzung vom... Ah, du bist mein Kryptonit, Franzose. Durch dich komme ich nicht. Literally eigentlich durch alle französischen Panzer. Ich brauche es halt nicht wirklich versuchen eigentlich. Irgendwie so den Turm vielleicht? Okay, lass mich, bitte lass mich. Ja, ignoriere mich bitte. Hey, mein Machine Gun ist orange. Kurz halt zum Simpson geworden. Zu Homer. Ich push mal weiter nach vor. Okay, ich glaube, dass von hier keiner kommen wird, sondern eher von hier, vermute ich. Meine Vermutung hat sich bestätigt und du... Oh. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass er da durchgeht, ganz ehrlich. Wie viel Durchschlag habe ich eigentlich? 37, knapp. Knapp, aber ging anscheinend. Ja, aber ich finde diese ganzen Stummlaufkanonen, die sowjetischen, eigentlich ziemlich lustig zu spielen. Gibt es nämlich auch noch als T8 und T26, meine ich. Das. Oh. Haha. Ich komme nicht durch ihn durch. Lass mich. Ich meine, ich würde schon gern probieren, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ich komme nicht durch den Typen durch. Egal, was ich probiere. Hä? Wie? Ah, genau den. Diesen Kanonenschutz getroffen. Crit, Loader immerhin. Braucht länger zum Nachladen. Ich sehe nichts, ich sehe genau gar nichts. Ja, schlechter Schuss. Endlich ist der D2 kaputt. Du willst es. Oh, wie? Ich habe genau nochmal diesen beschissenen Spot getroffen. Stirb. Lasst es, lasst es. Zack, einer. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Volumetrics. Nein. Komm. Dreh den Turm. Wie überlebe ich das gerade? Wie? Mein Turm ist ausgefallen, Kacke. Bitte repariere den Motor. Ich brauche den Elektroantrieb. Nein, 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 nein. Und er hat schon wieder meinen Motor kaputt gemacht. Boah, das war lucky. Das war sehr lucky. Aber er hat keinen einzigen von meinen Besatzungsmitgliedern getötet. Danke dafür. Alblali.
hätte noch einen Artistrike. Ich spam den mal irgendwo hin. Ich bin jetzt wie so ein Minderbemittelter, der derart überall hin spammt, bis mein gesamtes Game zum fucking Laggen beginnt. Obwohl früher. Mit meinem PC geht das jetzt zum Glück endlich mal. Ich hatte früher einen Gaming-Laptop. Ja, Gaming, in Anführungszeichen. Der ist wirklich eingegangen. Wenn irgendwo Arti gedroppt wurde, also sehr viel Arti, der ist eingegangen. Irgendwas pusht den. Sehe ich doch. Doch nicht. Doch. Da, oder? Nee. Aber da wird sicher noch was lang kommen. Lang, lang. Der berühmte Klavierist. Pianist und Komponist, na, keine Ahnung. Klavier spielt das sehr gut, das weiß ich. Der hat auch diesen Stern oben, wie der T26. Sollte ja eigentlich. Nee, nicht der gleiche Turm, glaube ich. Nee, der ist viel zu groß. Safe nicht der gleiche Turm. Fahr mal da lang. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Das war ein Gegnerflugzeug. Das nicht sogar die Premium. Keine Ahnung, Premium französisches Flugzeug mit Hispano-Kanonen. Das ich sogar habe, aber nie benutzt habe. Weil. Ja, okay, da ist was. Ja, hat noch Spawnschutz. Oh. Mann. Fast. Lohnt es sich nochmal mit solchen. Ja, ich habe eh keinen Flakpanzer, also kann ich gleich mit dem auch nochmal spawnen, egal. Ja, aber der T28, ich finde den immer lustig zu spielen, denn man hat immer mit dem Spaß, ganz ehrlich. Also, man hat einfach sehr, sehr viele Besatzungsmitglieder. Es ist kein Premium-Panzer, es ist das nächste. Das heißt, man bekommt den auch so. Er ist sehr weit unten, im, also auf BR-mäßig, das heißt, man bekommt ihn schnell. Und er ist sehr anfängerfreundlich. Das heißt, wenn man noch nicht lange Ding spielt, War Thunder, ist das, finde ich, einer der besten Panzer zum Anfang. Denn man kann nichts mit dem falsch machen, wirklich. Klar, wenn jetzt irgendeine deutsche 75mm Kanone daherkommt und einen One-Shottet, natürlich ist das jetzt nicht so cool, aber es kann einem mit jedem Panzer passieren, muss man sagen. Das ist mit dem keine Seltenheit jetzt. Boah, nicht ein D2 schon wieder. Nicht ein D2. Willst du mich verarschen? Turret-Ring. Ich hab den Turret-Ring sogar getroffen. Ich kann ihm nichts antun. Ich kann den Typen nichts antun. Gar nichts. Ja, das war sogar ein Abpraller. Ich kann dem Typen nichts antun. Okay, Runde zu Ende, wenigstens nicht gestorben. Immerhin. Alter, also das ist OP. Die französischen Panzer auf DBA, die sind wirklich OP. Naja, OP. Hätte ich einen besseren Panzer dann. Ist wieder ein anderes Ding. Laber ich jetzt nicht drüber. Hey, Transmission bekommen. Noch ein Stück schneller sogar mit dem. Und noch irgendwas? Ein Filter? Okay, jetzt habe ich sogar Full Horsepower glatt. Ist gar nicht so langsam dann. Aber ich würde nur gerne schauen. Okay, der normale T28 ist 1.7. Das heißt, man wird entweder gedowntiert, dann ist man auf dem BR wie der, oder geuptiert, dann ist man. Ja, es ist, glaube ich, recht egal. Eigentlich sogar. Ja, glaub schon. Mit dem kann man, glaube ich, halt nur noch härter geupdatet werden, natürlich. Also, dann hat man überhaupt keinen schönen Tag, wenn man dann gegen 2.7 oder so spielt. Das ist natürlich dann ein bisschen, also da, das zum Beispiel, oder, was gibt's noch? Das hier, oder der hier, der ist OP, war noch OP, weil der war auf dem gleichen BR wie der, also ist arg gewesen, weil der ist einfach ein BN-Spiss mit mehr Panzerung, aber ja,
war verdammt OP. Hätte ich mir eigentlich geholt, aber jetzt wo er höher ist, naja, weiß ich nicht. Den hätte ich gerne. Der ist wirklich cool. Ist wieder, ja, der ist riesig, der Panzer. Schaut euch den mal an. Der ist riesig. Ist der größer als die Maus? Nee, oder? Ich glaube nicht. Schaut mir nämlich so groß aus. Aber der ist schon cool. Hat zwar keine Panzerung, 23 mm, geht ein bisschen. 20 mm, 30 für das VR 1.3. Geht es natürlich ziemlich gut in Ordnung, muss man sagen. Aber ja, dafür hat er eben geile Türme diesmal. Und nicht wie der T28 kacke MG-Türme, die einem nichts bringen normalerweise. Der hat wirklich gute Türme. Aber dafür ist er, glaube ich, arschlangsam auch. Ja, und mit 50 Tonnen das Ding. Boah. Ich habe den, glaube ich, bis jetzt nur ein-, zweimal gesehen auf dem Schlachtfeld. Nie öfters. Vielleicht ist er mal irgendwie im... Keine Ahnung, im... Mann, gibt es eine Aktion, keine Ahnung, im Rabatt, so. Dann vielleicht, aber um, ja, 12 Euro würde ich mir nicht unbedingt gerade holen. Aber ja. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar, da würde mich wirklich, wirklich freuen und würde meinen Kanal wirklich immens unterstützen. Und dann würde ich sagen, warte, mir ist gerade was aufgefallen. Habe ich auch noch nie gesehen, eine Round, die von 10 Meter, die 10 Meter 37 mm Durchschlag haben und 100 immer noch 37 mm. Ist das normal? Nee. Das habe ich auch noch nie gesehen eigentlich. Da, guckt euch das mal an. Die hat in den ersten 100 Metern echt keinen Abfall an Durchschlag. Interessant. Ja. Dann schreibt mir gerne rein, ob ihr ein anderes Fahrzeug sehen wollt, was auch immer. Würde mich auch sehr, sehr freuen, dass ich das umsetzen kann. Und ciao!